So Leute, willkommen zurück zu Digimon Survive. Ja, wir wurden beim letzten Mal angegriffen und Mio sind schmerzlich die Konsequenzen ihres Handelns bewusst geworden. Aber wir wissen auch nicht, wer uns genau angreift. Deswegen sage ich, wie auch immer, wir müssen weiter. Verschwinden wir, bevor irgendein böses Monster... Das da. Hime? Sind das Schreie? Haru, ima nante? Haru, was war das? Achi, Hime ga kikoeru. Ich kann Schreie hören, von da drüben. Kikoeru. Da lang. Sag nicht. Yamete! Yamete yo! Also, aufhören. Aufhören, aufhören bitte. Ima no koe, Palmon to Patamon da yo. Sie sind es, Palmon und Patamon. Was zur Hölle? Irgendwas kommt da. Schlechte Neuigkeiten, Takuma. Ein paar echt starke Gegner kommen direkt auf uns zu. Ich spüre, das sind keine normalen Gegner. Da, da sind sie. Monster Emon und Garurumon. Welchen von beiden willst du? Ich nehme den. Kriegst den Teddy. Hier stecken also die Trottel mit den Menschenkindern. Beute. So viel Beute. Das sind die Angreifer? Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Was ist mit denen? Habt ihr ihren Blick gesehen? Achso, stimmt, das bist du. Den Wolf. Hat einer den Wolf gesehen? Was ist mit denen? Habt ihr den Blick gesehen? Bedeuten sicher nichts Gutes. Was? Die sind nicht wie die Monster, die ich kenne. Mio, bleib ganz dicht bei mir, ja? Sicher, die Kinder interessieren mich nicht. Naja, wir werden ja sehen. Das werden wir ja sehen, Herr großer böser Wolf. Nenn mich nicht so. Ich bin Garurumon. Gehörst du zu Arkenimon? Ruhig. Abschauen, wie sie interessiert mich nicht. Also, mal sehen. Ich denke... Du bist die größte Bedrohung. Ha, wie kannst du es wagen? Der Ruhmann hat Falcomon einfach angesprungen. Wie ich hörte, hast du dich mit diesen Menschengören angefreundet. Er ist ganz schön stark. Vorsicht! Falcomon! Na, dann zeig mir mal deine Stärke. Was ist Falcomon los? Oh, der ist stark. Nehmt das! Was, werde ich hier etwa zurückgedrängt? Willst du ihm nicht helfen? Du bist wirklich nur nicht zu gebrauchen. Wie bitte? Mehrst du nicht drauf? Ich dachte, du wärst zu stark. Das ist meine Tür.
Gaki-domo-moratteikuka. Diese Kinder gehören mir. Kutsu-ni-konai-de! Hey, zurück mit dir! Yada! Nein, aufhören! Weg von Mio! Du bleibst weg von unserer Königin! Wir lassen nicht zu, dass du sie Bier schnappst! Rettet die Königin! Nein, ihr alle, hört auf! Haltet dich da raus! Ganz ehrlich, wenn Gigimon ernst machen würde, könnte er vermutlich die Viecher in ihre Einzelteile zerlegen. Ihr müsst euch mal im Demon Rulebook mal den Eintrag von Gigimon durchlesen. Ich muss für den... Was meinst du? Ich meine, ich muss mal gerade hier den Hall ein bisschen rausdrehen. Alles gut, mach weiter. Nein, nein, sie alle leiden wegen mir. Erbärmlich. Wir sind noch nicht fertig. Wir werden die Königin beschützen. Nein, halt, das reicht. Bitte, ihr müsst nicht für mich kämpfen. Mio, was machst du da? Zurück mit dir. Das ist also das Kind, das Arukenimon entkommen ist. Ah. Von wegen! Aus dem Weg! Aoi! Er ist hinter Mio her. Wir müssen sie hier rausbringen. Genau, Mio, hier entlang. Ihr entkommt mir nicht. Nun, zuerst musst du an uns vorbeikommen. Komm nur her. Schnell, Mio, hier entlang. Aber was ist mit den anderen? Sie dachten alle, ich wäre eine Zauberin. Sie haben gekämpft, um mich zu beschützen. Aber ich habe nichts für sie getan. Du bist gerade in höchster Gefahr. Du musst dich also in der Burg verstecken, bis... Ah. Du bleibst hier. Du hast die anderen schon besiegt? Ich lasse nicht zu, dass du Aoi und Mio was antust. Die habe ich kaum angerührt. Dermaßen armselig. Aber was ist mit dir? Du scheinst mir einiges an Kampfgeist zu haben. Ich lasse nicht zu, dass du mir auch nur ein Haar krümmst. Gute Einstellung, Aoi. Ist doch egal, dass du zitterst. Lass mich das erledigen. Aoi.
Oh, das ist so schrecklich. Ich habe solche Angst. Das solltest du auch. Nicht alle Monster sind süß und kuschelig. Oh, der ist doch ganz kuschelig. Erbärmlich. Ich finde diesen Gesichtsausdruck von ihm immer so an der Seite so. Was? Er ist verschwunden. Er verschwindet? Aber die Menschen gehören. Du lässt sie gehen? Mein Ziel ist, Ich wollte die Dummköpfe vernichten, die sich mit den Menschenkindern angefreundet haben. Ich bin nicht auf irgendeiner dämlichen Kinderjagd wie du und deine Freunde. Darugumon, du Verräter! Verräter? Warum bin ich ein Verräter? Ich war nie einer von euch. Keine Ahnung, was hier los ist, aber es sieht so aus, als würden sie sich streiten. Ihr glaubt, das ist eure Chance zu entkommen? Ich werde mir das Kinderopfer nehmen. Hey, du bringst Mio nirgendwo hin. Was kannst du schon ausrichten? Du bist nur ein Mensch. Du wirst unseren Partnern, unseren Freunden und Partnern nichts antun. Wisst ihr denn nicht, wann ihr einen Rückzieher machen solltet? Das letzte Mal war es nur ein Glückstreffer. Ich bin da nicht am Ende. Ja, das stimmt. Tja, wenigstens habt ihr Mumm. Gut. Bei mir auch. Gut. Dann zeigt mal, was ihr in einem richtigen Kampf drauf habt. Aber gerne doch. Wir kommen wohl nicht um einen Kampf herum, weil die beiden sind verdammt stark. Wenn ich doch nur etwas sagen könnte, um unsere Partner zu beflügeln. Schämst du dich nicht, würde ich jetzt sagen. An wen? Garurumon. Ich meine, der hat uns angesprungen. Das war ein Überraschungsangriff, obwohl er sich für stärker hält. Wie kannst du es wagen, dich mit kleinen Kindern anzulegen? Mit Mädchen? Was? Das stimmt doch gar nicht. Feiglinge wie du sind das Schlimmste. Ja, sowas mach nicht mal ich. Ja, wir müssen nicht unsere Partner beflügeln, wir müssen deren Motivation brechen. Das ist irgendwie komisch. Ich? Ein Feigling? Ja, so langsam wird er nervös. Er ist stark, scheint aber Wert auf einen fairen Kampf zu legen. Er ist ein furchteinflößender Gegner, aber es wird schon schief gehen. Ja, wir haben ihn zumindest ein bisschen demotiviert. Nimm das! Ach, das nennst du eine Attacke? Das war doch gar nichts. Ja, das Problem ist halt, dass das Fell von Garurumon so stark wie das legendäre Metall Mithril ist. Aber da es so legendär ist, weiß niemand, wie hart es ist. Aber das Problem ist eher, dass wir ja nicht alle Charaktere haben, wenn ich mir das so angucke. Ja, das wird gleich, glaube ich, noch in den richtigen Kampf übergehen. Okay. Aua. Ja, unglaublich. Wie stark ist der denn? Oh nein, Kaito. Es kümmert dich also doch, was mit ihm passiert. Oni-chan da mo. Kirai ru wake nai janai.
Natürlich, er ist doch mein Bruder. Es soll nur nicht so überfürsorglich sein und mir auch mal meine Freiraum lassen. Wenn es so ist, erinnert mich das an Dinge, an die ich mich nicht erinnern will. Und deswegen warst du so gemein zu ihm? Ja. Aber trotzdem ist es mein Bruder. Nur ich kann nichts tun. Eure Hoheit, Eure Hoheit, hier drüben. Keine Sorge, wir helfen ihnen. Was? Angriff! Ach, es reicht. Oh nein, sie sind wieder alle verletzt. Giacomon, sag mir, was soll ich tun? Sie kämpfen alle für mich, als wäre ich wirklich ihre Königin, aber... Ich habe nichts für sie getan. Mio, was willst du denn tun? Ich will nicht, dass mein Bruder stirbt. Ich habe gelogen und mich mit meinem Bruder gestritten. Ich will niemanden verlieren. Jetzt will ich zur Abwechslung mal alle beschützen. Giacomon, bitte, rette Kaito! Ja, freut mich, dass du das sagst. Endlich gehst du dir dein... Was? Endlich gestehst du dir deine Gefühle ein. Giacomon? Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du ehrlich zu mir bist. Denn wenn du dir etwas... Denn wenn du dir etwas von Herzen wünschst, bin ich so stark, wie es nötig ist. Was? Giacomon, was passiert hier? Mio, ich bin hier, um dir deine Wünsche zu erfüllen, also werde ich für dich stark. Giacomon, die Tier zu. Bin ich jetzt mal gespannt. Was ist das eigentlich, ein Muschel-Pokémon? Digimon. Ja, Digimon. Ah, Shellmon. Oh. Irgendwie sieht es nämlich innen drin aus wie so ein kleiner Hund, der in der Muschel wohnt. Das finde ich auch. Das sieht auch nicht niedlich aus. Das stimmt. So, wir haben Shellmon. Wenn nur gegen Garou. Noch welche aus, ja, dann komm. Dann nehmen Laberaum und zum Heilen. Vielleicht brauchst du Heilung. Alle Gegner besiegen, das machen wir doch mit links. Ja, da sind immer noch welche an der Seite. Oh. Und er erhöht erstmal schön seine Angriffskraft.
Oh, das sind aber wenige, die wir haben. Da sind noch eine. Ja. Pokémon haben sie auch mit dabei. Na gut. Das ist eher... Wundert mich, dass wir nicht alle nutzen dürfen. Jetzt hätte ich noch irgendwelche setzen können und ich habe es einfach nicht gesehen. Kann natürlich sein. Dass du vielleicht bei den anderen, an den anderen Stellen noch was hättest setzen dürfen. So, ich mach mal Agumon ein bisschen schneller. Okay, das konnte ich jetzt nicht. Ja, das ist ja nur... Den habe ich falsch gerät. Nur Kampfdialog. Also. Also ich habe echt die Befürchtung, dass wir noch hätten setzen dürfen, weil das ist... Sieht ein bisschen unfair aus. Ja, das ist ja auch ein unfairer Kampf. Ach du Scheiße. Na gut, zwar ein Angriff immer noch von vorne. So, das da wird ein bisschen mehr ziehen. Nee, er will schon den Feind angreifen. Ja, das sieht schon besser aus. Nein! Jetzt hast du in die falsche Richtung geguckt? Ja. Kann der auch... Er kann nicht? Doch. Sogar sagen. Aber dann können wir halt nicht heilen, das ist immer das Problem. Nehmen wir nur eins von beidem. Ah, okay. Ah, fuck. Kommt nicht hin. Komm ich weit genug. Okay, aber egal. So wenig Bewegung. Das ist nicht so schnell. Aber egal, wir kümmern uns erstmal darum. Das sieht gut aus. Ja, du hättest auch reden können. Ja, aber nicht mit denen. Ja, aber du hättest vielleicht auch so einen kleinen wegreden können. Nee, darf ich nicht. Ich kann bloß dir das Reden für Waffen verwenden. Ja. Dann kümmere ich mich erstmal um einen, der da ganz weit weg steht und hau den mal weg. Halten auch viel aus. Ja, sagen wir uns, der Emon sich nicht einmischt. Der macht AOE. Ja, wird er gleich sehen, was er davon hat. Night Raid. Noch nicht. Doch, das reicht. Oh, das reicht. Achievement Garurumon geklatscht, habe ich gerade gekriegt. Sehr gut. Ja, der braucht aber auch Heilung. Ja, dann mach ich's anders. Du bittest dich wieder zurück und heilst. Ja. Oh ja, fang ich mit dem an. Ach, ich habe leider keine AOE-Heilung. Das wäre auch cool. Ja, aber die Togemon sind langsam. Ja, aber ich habe Angst, dass die stark sind. Ja, sind sie. Nicht stark genug. Nicht für uns. Und Tyrannomon habe ich ja zum Glück einen Speedboost gegeben. Ja. Jetzt zahlt er sich aus. Okay, Feuer dürfte ja für ihn die Schwäche sein. Ja, könnte sein. Kometenhammer, klingt gut. Ja, klingt mächtig. Nehmen wir auf jeden Fall mal. Ist eigentlich noch was hier? Unmäßig? Kannst du dich da frei bewegen und umgucken? Ja, kann ich. Mach das mal gleich. Warte mal, ich gehe mal auf Bewegung, dann kann ich das... Naja. Nee, andere Richtung, oben, bei ihm. Nee, ist auch nichts, okay. Ja, das könnte eng werden. Was macht der denn da oben? Nix, wie es aussieht. Ja, das war halt von vorne. Ja, aber ich kam nicht weiter. Ja, er kann beide angreifen. Aber ist in Ordnung. Das könnte jetzt mal was sein. Lebt noch. Ja, aber das ist eng.
Ist in Ordnung. Ich schicke gleich Dings rüber zum Heilen. Entweder Labramon oder falls Labramon nicht weit genug kommt. Ah, ich darf keinen Gegenstand mehr nutzen. Guck mal, was du bei Reden machen kannst. Ah. Nee, bei Reden kann ich nur physischen Angriff machen. Wir haben gerade... Na ja, gut, der eine greift physisch an. Ah. Ja, reicht nicht. Labra tut aber immer ein bisschen heilen. Ja, Labramon heilt sich selbst immer ein bisschen. Ja, ich komme nicht bis drüber. Gegenstände. Ja, reicht nicht. Ah, Shelmon, kannst du gar nichts. Oh, okay, er bewegt sich. Nee, er bufft sich weiter. So, dann war der schon mal weg. So, dann ist da auch kein Feind mehr, dann kann sich auch Labramon um den kümmern. Guck, und wenn ich jetzt hier Reden mache, kann ich jetzt... oh, ich kann alle Werte steigern. Ja, dann. Mio, alles in Ordnung? Du hast doch keine Angst, oder? Ja, ich werde mein Bestes geben. Ja, aber das ist doch gut. Ah. So, Shelmon. Wasserwerfer. Und damit tust du ihn sogar wegpushen. Das ist ja nice. Ja, Labra kommt immer noch nicht hin. Vielleicht mit dem Gegenstand? Ja. Zumindest mal ein Pflaster draufgeklebt. Ah, das hält durch. Finde ich sehr nett von ihm, dass er nicht mitkämpft. Ja. Er reicht nicht. Auch vielleicht nicht zu nah an den Rang gehen. Ah, diesmal habe ich nicht gepusht. Aber früher oder später müssen wir Monster Emon eh bekämpfen. Ah, unser Bewegungsbuff für Tyrannomon hat nachgelassen. Oh. Ich glaube, der Stun von dem Vieh lässt bald mal nach. Damit er sich auch noch selbst heilen kann, meinst du? Damit er mal laufen kann. Ja, weil stark ist er ja. Problem ist, sonst gehen die SP. Ah, er hat's ja geholt. Ja, das habe ich nicht befürchtet. Und da kommt die Liebesattacke. Oh oh. Ich hab gesagt, nicht so nah rangehen. Keiner hört auf mich. Da saßest du noch in ein paar Teilen davor, ich bin die Stimme der Vernunft und du hörst nicht auf mich. Wann höre ich auf die Stimme der Vernunft? Vielleicht noch nicht. Aber jetzt kann ihr Labramon auch wieder vor. Das Vieh ist zu schwach. So, du willst ja kämpfen, du dämlicher Teddybär? Komm her. Das ist jetzt schon als Seite-Tag, okay. Ah.
Aber das zählt als Angriff von hinten. Oh. Das hat ihn eigentlich gerecht. Halt gelassen. Mach erstmal den kleinen kaputt. Okay, oder das. Ich meine, Tyrannomon hat den Schlag ja auch echt gut weggesteckt. Ja, im Zweifelsfall mit Labra auch mal irgendwelche Leute reinladen. Oder du musst ihn jetzt entweder entwickeln. Ja. Oder wieder mitkämpfen kann. Jetzt gibt's erstmal die Digitation und jetzt gibt's erstmal eine Runde grauen Lärm. Bisschen schwach. Ist egal. Er ist im Mobbingkreis. Und jetzt sind. Na, ich brauche mich eigentlich nicht bewegen. Jetzt sind wir doch wieder dran. Ist das von hinten? Sicher? Ja. Ah, Side Attack. Ich glaube echt, wir hätten mehr noch nehmen dürfen. Aber gut. Ja, wir kommen ja ganz gut voran. Ach, er haut uns hier einmal in den Rücken. Ah, langsam, langsam. Ja, er nimmt doch schon ganz gut. Ja, hier, Tyrannomon haut auch nochmal zu. Oh, ist das eben öfters, dass man ein Team einen Griff kriegt? Ab und zu mal. Das musst du nicht vertonen. Okay. Und Achievement, Monster Emon malträtiert. Wir haben es geschafft. Es war zwar schwer, aber wir haben es erledigt. Ja, wir haben Monster Emon besiegt. Also wenn das jetzt nicht XP hagelt. Dann wissen wir das. Oh, das müssen wir dringend nachleveln. Deswegen hat das so viel Damage gefressen. Ist noch Level 19. Die anderen sind schon über 27, der da sogar 28. Ja, ich verstehe. Blaster, Kometenhammer, Lernkristall, Antifeuerkristall und Ausdauerkristall, 2 Stück. Die Frage ist, was passiert, wenn so ein Ding... Was passiert, wenn was? Wenn so ein Digimon bei einem Kampf verliert, hatte ich noch nicht miterlebt. Nix. Ah, ich war halt in der Unterzahl. Nächstes Mal verliere ich nicht. Was für ein Penner! Gibt irgendwelche Ausflüchte von sich und verschwindet dann. Findest du, ich fand ihn trotzdem recht stark. Es wirkt, als hätte er uns verschont. Ah, und das gefällt mir nicht. Er dachte also, dass wir es nicht wert sind, richtig bekämpft zu werden. Du meinst, er ist eigentlich noch stärker? Werden uns ab jetzt ständig Monster angreifen? Ja, ich will gar nicht wissen, wie es wäre, wenn er sich richtig mit uns anlegt. Ja, guck mal, alles in Ordnung, du siehst blass aus. Tut mir leid, ich bin mit den Gedanken etwas abgeschweift. Was für Gedanken? Agumon, das kennst du nicht. wenn ich sage, dass ich wegen Garurumon besorgt bin, wird das die Stimmung drücken. Die anderen sind schon nervös. Vielleicht sollte ich sagen, dass wir gewinnen werden. Aber das könnte unverantwortlich sein. Um ehrlich zu sein, hoffe ich, dass wir nie wieder gegen ihn kämpfen müssen. Also ganz ehrlich, ich habe gedacht, dass wir vielleicht nicht gewinnen können. Ich sage, dass ein Kampf gegen ihn reicht. Ein Kampf gegen Garurumon reicht. Hoffentlich müssen wir nie mehr gegen ihn antreten. Ich weiß, was du meinst, aber das haben wir nicht in der Hand. Vor allem, wenn man Garurumons Kampfeslust bedenkt.
Ja, es klang, als wäre er sauer, weil wir eure Partner geworden sind. Er ist nur eifersüchtig. Wir haben noch Haru und Miyuki, wenn er sich anschließen will. Wir haben noch zwei frei. Weißt du, was ich sehr traurig finde? Von Miu, der Partner, einmal kurz aufgetaucht, einmal im Kampf gewesen, sofort digitiert. Und unser anderer armer Kerl ist immer noch nicht digitiert. Ja, das stimmt. Ah, das arme Lobmon. Aber Shuji ist halt auch einfach ein Klotz. Ich glaube, den müssen wir wirklich mit der Prügelkarotte verprügeln, sonst wird das nichts mehr in diesem Leben. Ja. Es schien ihm nicht zu passen, dass wir eine Bindung zu Menschenkindern aufgebaut haben. Ein Grund mehr, dass ich nicht nochmal gegen ihn kämpfen will. Er würde euch ganz gezielt aus Korn nehmen. Takuma, mach dir keine Sorgen um uns. Wir sind hier, um euch zu beschützen. Ja, das stimmt. Vergesst bitte nicht, dass wir kämpfen um Minoru, um euch alle zu beschützen. Habt ihr gehört? Wir sollen uns von ihnen beschützen lassen. Okay, wenn Garurumon nochmal auftaucht, machen wir das so. Aber wir werden auch auf euch aufpassen. Ja, so kenne ich dich, Takuma. Es wird schon werden. Es muss einfach. Und mit diesem Speicherpunkt und dem Wechsel zu Digimon, finde ich, ist der perfekte Moment, um diesen Part zu beenden. Der hat extrem Überlänge, aber es war auch ein wichtiger Kampf und markiert wahrscheinlich das Ende des Kapitels. Das glaube ich auch. Ab dem nächsten Kapitel ist nämlich das Kapitel, ab dem man in den ersten zwei Monaten nach Release nicht spoilern sollte. Und soll ich aber sagen, die zwei Monate sind um. Ich kann euch so viel spoilern, wie ich will. Ja, hier ist es ja am Anfang. Man soll Kapitel 5 nicht, also ab Kapitel 5 nicht spoilern in den ersten zwei Monaten. Und wo stand das? Das wurde online gesagt. Okay. Von den Entwicklern, weil das halt sehr storybasiert ist. Damit halt die Leute Zeit haben, das für sich zu erfahren. Können sie jetzt. Weil, ich weiß gar nicht, sind wir in Kapitel 4? Ich glaube, wir sind in Kapitel 4. Gut, Leute. Dann lasst ihr uns jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Sagt uns, was ihr von dem Kampf haltet. Sagt ihr, was ihr von Shellmon als Mios Digimon haltet. Und wir sehen uns dann alle gemeinsam, wenn es denn dann weitergeht. Mit Digimon Survive. Bis dann. Tschüss. Ciao.